gut. Wir sind jetzt hier zurück im Betrieb von Adrian Ammen. Und bei mir ist mittlerweile der David Gretner. Er ist Techniker bei der Delaval, bei der Fuhrmarkus AG. Und wir wollen hier ein bisschen ins Innenleben eines Delaval-Techniker schauen. David, herzlich willkommen. Schön, bist du hier bei uns. Kannst du dich kurz vorstellen? Jawohl. Ja, mein Name ist David Gretner. Ich bin ursprünglich aus Neuseeland. Schon immer auf einem Bauernhof gelebt und wir haben etwa 450 Kühe daheim. Gute Zeit gehabt. Jetzt arbeite ich etwa 10 Jahre auf diesem Beruf als Milchmaschinenmacher. Auch schon Erfahrung zu Neuseeland gesammelt. Und seit 8 Jahren arbeite ich jetzt bei Delaval, beim Fuhrmarkus. Ja. Du hast schon viel von dieser Technik mitgenommen in diesen 8 Jahren. Wie viele Roboter dürfen wir mittlerweile betreuen? Ja, wir betreuen etwa 40 Roboter und haben sehr viel erlebt in dieser Zeit. Ja, sehr viel dürfen sehen und machen. Ja. Gut, und jetzt eben seit zweieinhalb Jahren haben wir jetzt den V300. Was ist neu für dich als Techniker oder was ist noch mal besser gelöst? Ja, es ist eigentlich vieles Neues hier drin. Sicher als Zugänglichkeit, Freundlichkeit und Bedienungsfreundlichkeit vom Bauer auch. Also von den Kunden ist auch sehr, sehr bedienungsfreundlich. Und auch wie er dort arbeiten, arbeiten. Ja. Für dich als Techniker, wie läuft so ein Service ab? Wie ein Service abläuft? Wir haben eigentlich Service-Kits, die wir im Roboter verbauen. Wir haben verschiedene Kits, die wir haben. Und das ist eigentlich alles gegeben, was dort drin ist. Und es ist eigentlich genau so ausgelegt. Wir können jedes Teil geht dorthin, wo es sein sollte. Und dann noch ein paar andere Sachen, die wir machen. Ja. Ja, und das Serviceintervall ist so rund wie manchmal? Das wäre etwa beim V300 alle 4 Monate. Ist das, ja. Ja. Wenn du jetzt sagst, eben seit 8 Jahren hast du jeden Spiel erlebt, was zeichnet so eine Delaval-Techniker aus? Oder was musst du alles können oder mitbringen? Ja, sicher mechanisch und auch technisch. Mechanisch, einen Tag bist du viel am mechanisch dran, etwas am machen. Und dann einen Tag bist du vielleicht am technischen dran. Und dann auch vor allem das Herdenmanagement. Das ist auch sehr interessant, wie das funktioniert, was wir alles dort machen können. Ja. Also tust du auch Software aufsetzen oder einstellen? Ja, genau, das mache ich auch. Das tue ich, wenn eine neue Software rauskommt, das tue ich auch selber machen, installieren, programmieren und kontrollieren, ob das alles wieder rund läuft. Und das braucht eigentlich nicht so viel Zeit. Ja. Also hast du eigentlich vielseitig. Du bist einerseits hier am Schrauben, am Mechen, auch mal im Kuhdreck drin, das kann es auch geben. Ja. Aber hankerum ist eigentlich auch wieder der Job von einem Informatiker. Ja, ganz genau, ja. Ja. Also sehr, sehr vielseitig. Mhm. Gut, besten Dank. Ja. Wir haben ein bisschen gesehen, was du alles machst. Und wir sicher noch lange auf den Betrieben werden wir dich auch sehen. Ja. Das wäre ein kleiner Einblick hier vom Betrieb und vom Techniker, was du machst. Und wir gehen jetzt wieder zurück an die Swiss-Tier.